Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Mittagessen bei mir gibt's Blumenkohl, aber Blumenkohl nicht wie immer so mit Soße oder nur mit dem Semmelmehl, so braune Butter, sondern ein bisschen anderes. Aber heute ein bisschen so experimentiert und schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Dazu habe ich noch gemacht Kartoffeltaler. Und so sieht unser Mittagessen heute. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute es gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und wir gehen jetzt an den Tisch und werden unser Mittagessen verspeisen. Sehr lecker. Müssen wir uns beeilen, bevor es kalt wird. So. Wir fangen es mal an, dass wir jetzt Kartoffeln und Eier kochen stellen. Die Eier müssen hart gekocht sein und Kartoffeln durchgekocht. Stellen wir es mal auf den Herd und kochen wir das. Parallel können wir auch Töpfchen mit Wasser kochen stellen für unsere Blumenkohl. Und Blumenkohl werden wir jetzt gut abspülen und auf die kleinen Röschen aufteilen. So, Blumenkohl habe ich jetzt abgespült, abgewaschen und jetzt können wir aufteilen auf Röschen. Wenn die Röschen zu groß sind, einfach die aufteilen. Ins Wasser, wo wir werden unsere Blumenkohl kochen, geben wir auch Salz. Ein bisschen Muskatnuss gebe ich immer. Und dass er so schön weiß bleibt, gebe ich einen Schuss Milch. Und wenn das Wasser aufkocht, dann gebe ich da den Blumenkohlröschen, welche habe ich schon vorbereitet, und koche ich die sogar. Und wenn die gekocht sind, einfach auf den Sieb geben. In dieser Zeit, bis das unsere Kartoffel noch richtig fertig wird gekocht und Blumenkohl, werden wir schon gekochte Eier, habe ich die abgeschreckt, werden wir schälen und in die Würfel schneiden. So, den Blumenkohl ist jetzt bis fest gekocht, habe ich abgesiebt. Aber Deckel lasse drauf, dass den Blumenkohl nicht so schnell abkühlt. Und stelle ihn erstmal an die Seite. So, jetzt schneide ich auch noch den Zwiebel klein. Den Kartoffel ist jetzt auch gar und gleich so heiß werde ich ihn schälen. Werden wir gleich unsere heiße Kartoffel auch zerstoßen. Gebe dazu 2 Esslöffel Quark, so ungefähr. Jetzt ein Eigelb. Dann werden wir würzen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Dazu gebe ich noch geriebene Parmesan, ungefähr so 2 Esslöffel und klein geschnittene Petersilie. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Mehl. Ich gebe portionsweise, so jetzt 2 Esslöffel. In meinem Fall habe ich genommen Dinkel-Vollkornmehl. Aber jetzt nehme ich auch Hand und wir müssen so einen Teig bekommen, dass wir kleine Kuchlein formen können. Dann spürt man auch besser, dass wir nicht zu viel auch Mehl dazu geben. Aber es muss schon etwas fester sein. Noch ein. Dass es beim Braten nicht auseinanderläuft, den Kartoffeln. Deswegen brauchen wir hier auch Mehl. Jetzt mache ich auf die Brötchen ein bisschen Mehl drauf und werde schon die Kuchlein formen. Etwas flach drücken. Es soll 6 Stück sein.
So, die Kuchlein haben wir jetzt auch fertig gemacht und jetzt gehen wir ans Herd und bereiten wir unsere Kuchlein, aber auch die Blumenkohl fertig, gleich in zwei Pfannen. So, ich habe jetzt auf mein Herd zwei Pfannen reingestellt. Hier habe ich jetzt das Speiseöl reingemacht, wo ich werde Kartoffelteile braten. Und hier gebe ich nur so ungefähr so 2 Esslöffel Olivenöl. So, wenn das jetzt Öl heiß geworden, dann geben wir erstmal den Zwiebel. Hier in die Mitte, wenn ihr wollt vegetarisch machen, dann müsst ihr das nicht reinmachen. Wenn ihr möchtet, ihr doch ein bisschen mehr dem Fleisch machen. Ich in meinem Fall jetzt Baconstreifen genommen und brate die mit. So, nun ganz kurz. Und dann, wenn ihr möchtet, zum Beispiel Pinienkerne. Ich habe mir so eine Mischung gemacht aus den Nüssen, dann Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und gebe das gerne beim Kochen. Diese Mischung, auch wie in Salaten. Können wir schon eine probieren? Ja. Und werden wir jetzt die Kartoffelteile von beiden Seiten goldbraun braten. Hier gebe ich gerne auch noch so einen Schnittlauch oder Frühlingszwiebel am besten. Da friere ich mir auch diese grüne von den Zwiebeln gerne noch ein bisschen für Winter ein und dann kann ich immer nutzen gefroren. Oh, hier geht aber ganz schnell. Die Hitze runter und umdrehen. Jetzt geht alles sehr schnell. Schaut, die halten ihre Form so schön, fallen nicht auseinander. Perfekt. Und auf der anderen Seite auch goldbraun braten. Und die Hitze muss ich runter machen. Hier kommt jetzt unsere Blumenkohl rein. Und als letztes kommen die geschnittene, hartgekochte Eier. Das muss nicht sein, aber mit Blumenkohl schmeckt das so lecker. So brauchen wir alles umrühren, sozusagen warm machen und dann kann man schon servieren. Natürlich ein bisschen anwürzen mit Lieblingskräutern und Gewürzen, sonst ist alles wurde schon gesalzt. Aber sowas wie Pfeffer, die Teile können wir schon rausnehmen. Ja, schaut, wie tolle Farbe haben die. Kann man auch auf die Küchenpapiertuch drauflegen, dass es ein bisschen Fett wird abgesaugt. Sehr, sehr lecker. Wenn ihr ohne Fleisch macht, dann ist es auch schön mit Butter das zu machen, weil den Buttergeschmack gibt auch sein Pfiff und das schmeckt sehr, sehr lecker. Ganz bisschen noch Paprika edelsüß und dann kann ich schon an den Tisch reichen. So, jetzt können wir unser Mittagessen servieren. Unsere leckere Blumenkohl und natürlich noch Kartoffelteile. Dazu kann man servieren Dip. Voilà. Und unser Mittagessen ist jetzt fertig. Sehr lecker, nie kompliziert, aber mal was ganz anderes als sonst. So, und jetzt probieren wir unser Essen, was wir für uns gekocht haben. Die Teller, natürlich Kartoffel ist auch so schön weich. Ein bisschen Quarkdip habe ich gemacht. Sehr, sehr lecker. Jetzt kann man auch in Dip ein bisschen Knoblauch reinmachen. Das werde ich bestimmt jetzt ganz schnell noch was dazu machen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Und wenn euch meine Rezepte gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal weiter teilt. Und für eure Kommentare, für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!